Schönen guten Abend, ich bin Minister Kosch und weiter geht's heute wieder in Workers and Resources. Hallöchen. Ja, während wir hier den Ausblick auf Radeberg und das Robotron Elektronikwerk genießen, muss ich natürlich wieder mal was zugeben. Und zwar die Abschlussworte im letzten Video. Da habe ich ja also ein bisschen meine Hoffnung angedeutet, dass wir jetzt Radeberg mal ein bisschen nach hinten schieben können und in die Zukunft voranbringen können. Eigentlich wollte ich nämlich in Lubmin so ein bisschen Häuser basteln und Häuser bauen. Aber das wird, glaube ich, in dieser Folge wieder nichts. Ich habe nämlich wieder mal mich ein bisschen umgeguckt in der Pause, so zwischen den Folgen. Und ja, wir müssen weiterhin an den Fehlern der Planungskommission knabbern. Das Erste. Da habe ich hier in der letzten Folge einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar ging es um den Zugverteiler, genau. Da hatte ich eingestellt, dass für unseren Ölbahnhof, dass wir da Treibstoff wollen, der hierhin geliefert werden sollte, angeblich. Aber die Kunststoffherstellung wird natürlich nicht mit Treibstoff gemacht. Das wäre ein bisschen explosiv in der Kunststoffherstellung. Das wird natürlich mit Öl gemacht. Und zum Glück ist es so, dass in dem Ursprungsbahnhof, den ich gemacht habe und da gesagt habe, lade bitte Treibstoff, dass es da gar keinen Treibstoff gibt. Von daher müssen wir das Öl jetzt auch nicht wegkippen. Und wir wollen natürlich hier Öl laden in Wietzenbruch und hier in diesem Bahnhof dann wieder abladen. So, dann müssten dann auch die ersten Züge losfahren, genau. Gut, bis hier das Kunststofflager nicht fertig ist, da, bis dahin können wir denn hier nicht erstmal nichts weiter machen. Der nächste Punkt auf der Liste. Vielleicht habt ihr es in der letzten Folge schon gesehen, da war das schon im Hintergrund sichtbar. Unsere Polizei und die Geheimpolizei in Radeberg sind fertig. Aber wie ihr hier jetzt schon seht, beide haben natürlich keine Fahrzeuge, klar. Auch keine Arbeiter, das ist leider auch klar, weil die fertigen Wohngebäude zu weit weg sind. Sie haben aber auch keine Stromversorgung. Das ist viel schlimmer. Und auch hier hat wieder die Planungskommission ganze Arbeit geleistet, nämlich gar keine. Und hat zwar hier ein Umspannwerk geplant und hier hinten irgendwo noch ein anderes, genau hier. Zu dem Zeitpunkt, als ich das gesetzt habe, habe ich das auf den Zukunftskosch geschoben. Der sollte die Stromanschlüsse da machen, die Stromleitungen, ja, aber der Zukunftskosch hat es leider vergessen. Und so sind zwar die Umspannwerke geplant, aber keine Stromtrassen. Und was das Ganze noch schlimmer macht, ist die vorgesehenen Anschlüsse dafür, die habe ich in der letzten oder vorletzten Folge weggenommen. Die sollten nämlich hier rangehen. Ach nee, die sind noch gar nicht dran. Ah, aber ich hatte es verplant. Ach so, okay, alles klar. Hatte die diese beiden Anschlüsse hier, hatte ich nämlich hier für die für unsere Personenzug für die Schienen hier vorgesehen, die dann Personenzüge nach alle möglichen anderen Städte dann machen sollen. Die sind ja elektrifiziert. Und da hatte ich die auch hier hingesetzt, weil ich dachte, ach, hier sind ja zwei Anschlüsse übrig, da kann man das dran setzen. Aber das klappt nicht so ganz, denn die beiden Anschlüsse werden noch gebraucht. Und ich überlege gerade, wie ich es machen möchte. Eigentlich hatte ich gedacht, die sind ja jetzt besetzt und ich wollte hier eine Leitung mit anschließen. Hier noch einen Schalter reinsetzen und die Leitung hier hinten mit reinführen. Müssen wir mal gucken, was wird denn hier an Leistung aktuell abgerufen. Passt nichts. Die Maximalleistung sind ja 2,5 Megawatt hier hinten, beziehungsweise auf der Leitung sind es 2,35 Megawatt. Das könnte man tatsächlich tun. So viele neue Gebäude kommen hier nämlich auch nicht mehr dran. Ja, das mache ich jetzt trotzdem. Das ist eine Stromersatzleitung, die werde ich dann auch automatisch wieder bauen. Ich weigere mich, das zu tun, ohne dass man im realistischen Modus Ersatzbauten für Stromleitungen machen kann. Weigere ich mich, das im realistischen Modus zu machen. So, dann machen wir den mal aus.
und schließen den Schalter da an und da an. Und lassen das Ersatz bauen. So, die Straße können wir gerne manuell bauen. Und die neue Stromleitung dann auch. So, die müssen wir da hinten reinführen. Wie machen wir das am besten? Geben wir, kommen wir hier raus? Sieht das noch gut aus? Naja gut, es führt durchs Bahnhofsviertel. Das ist schon okay, glaube ich. So, dann könnt ihr das planen. Die Situation mit der Polizei auch in Radeberg, die wird mittlerweile richtig extrem. Von daher mache ich das auch das mal auf hohe Prio. Und das können wir uns nämlich gleich nochmal angucken. Da gibt es einige Beispiele in Radeberg bereits, wo die Mafia fröhlich feiert, um es mal so zu sagen. Den Hubschrauber können wir schon mal zuweisen. Und hier bei den Straßen machen wir auch dann die entfernten Baubüros mit dran. Gut, apropos Polizei. Ich habe hier zum Beispiel im Radeberg Stadion gesehen, 9 gemeldete Straftaten, die nicht kontrolliert wurden. Ja, es wird richtig schlimm jetzt. Zu viele Kriminelle, das ist allerdings ein Spremberg. Was wir schon mal machen können, ist für die beiden Gebäude jetzt hier Autos kaufen. Und dann möchte ich auch gleich eine volle Besatzung haben, also eine Vollausstattung. Und wir kaufen hier mal ein anderes Modell. In Spremberg haben wir jetzt den hier gekauft. Und für Radeberg nehmen wir den V24. 8 Stück haben wir Platz. 1, 2. Ja. Die können gerne von der Grenze ranfahren über den realistischen Modus. Dann noch 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dasselbe für den für die Geheimpolizei. Da bauen wir einen, kaufen wir ein ganz geheimes Auto, was absolut unauffällig ist. Denn es gibt ja nur Autos der Geheimpolizei bisher auf den Straßen. Auch hier 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut, und weil es gerade zum Thema passt, Polizei, da können wir nochmal gucken in Spremberg. Da hatten wir ja hier hinten, wo war es? Hier hinten diese Polizei neu gebaut und dieses Gerichtsgebäude neu gebaut. Die sind mittlerweile auch hier gut ausgelastet. Hier mittlerweile die Liste der Vorfälle in dieser Polizeiwache ist auch schon ziemlich lang. Es gibt noch keine Warnmeldung hier oben, aber ja, die Mafia ist weiterhin aktiv in Spremberg. Und deshalb würde ich dieser Polizeiwache auch gerne dann die letzten 2 Autos geben, die noch verfügbar sind hier. 1, 2. Gut. Dann gehen wir mal nach Radeberg zurück. Genau. Also, wenn die dann hier mal Strom hätten, hätten sie aber weiterhin keine Arbeiter. Und aktuell ist es so, dass kein Gebäude, was fertig ist, in Fußlaufreichweite ist. Hier, das wäre, wenn es fertig wäre, in Fußlaufreichweite. Aber das ist noch nicht mal angefangen, dieses Gebäude. Was angefangen ist, ist dieses Gebäude und dieses Gebäude. Und das ist weiter als das, aber ich denke, das ist in der Nähe und da mache ich jetzt manchmal eine hohe Priorität. Erlaube auch mehr Arbeiter, dass die hier reinlaufen. Hier mache ich das mal weg, die Arbeiter. Hier in der Nähe auch. Da ist eh nur einer. Ja gut, das ist schon so weit weg, das hat dann eh keinen Einfluss mehr. Und dann habe ich vor, wenn dann dieses Gebäude bezugsfertig ist, das dann noch freizugeben.
Frage ist nur, ist das in Reichweite von einem Konsum? Ach, das muss man auch noch überlegen, stimmt. Das sieht so aus, als wenn es nicht in Reichweite wäre. Ach, verdammt. Hier ist schon fast Vollbesetzung. Das ist halt leider nicht in Reichweite von dem Polizei. Können wir das anders machen? Weil ich habe noch was auf dem Zettel stehen, was noch gemacht werden muss. Ich wollte nämlich eigentlich die Buslinie hier in die Wassergebäude, die wollte ich einstellen. Aber ich glaube, ich mache dann die Buslinie, wird ja nicht mal die Wasserbuslinie, sondern die Polizeibuslinie. Aktuell haben wir ja zwei Busse, oder vier Busse auf zwei Linien, die die Feuerwehr und das Heizwerk einmal mit Arbeitern versorgen und einmal die Wassergebäude hier hinten. Die sind mittlerweile aber vollständig in Fußlaufreichweite von Gebäuden. Und deshalb brauchen wir dann die noch nicht mehr. Und deshalb baue ich das jetzt um. Ja. Da müssen wir mal die Linie öffnen. Das ist, welche war das? TE2. TE stand für temporär. Wasserbrunnenentferner entfernen wir. Die Wasseraufbereitung kommt weg. Dann kommt hinzu Polizei. Man kann die Geheimdienst nicht als Stopp hinzufügen. Warum? Warum geht das nicht? Merkwürdig. Straßenanschluss ist da, muss ja auch gebaut worden. Ja gut, Geheimdienst ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Polizei ist deutlich wichtiger. Dann lassen wir es bei der Polizei. Gut. Und ich sehe hier gerade, ich habe in der letzten Folge ja so stolz verkündigt, dass ich jetzt auch Busse für das Bula Konstruktionsbüro angeschafft habe. Ich glaube, vier Busse sind aber erstmal ein bisschen viel. Ich werde mal zwei davon in ein Depot schicken. Und wir haben immer noch kein richtiges Depot hier, ne? Ah, hier hätte ich mal eins geplant, aber das wird nicht fertig. Schade. Dann brauchen wir noch mal ein kostenloses. Ja, wohin? Machen wir es hier hin. Gut, dann fährst du Bus bitte ins Depot zurück und der Bus auch. Dann haben wir nur noch zwei Busse vom Konstruktionsbüro, die hier Arbeiter wegnehmen. Und dann hätten wir auf jeden Fall Arbeiter für die Polizei übrig. Gut. In der letzten Folge ist auch schon mal aufgefallen ein Problem, dass ein Bus, der hier hinten war, keinen Treibstoff mehr hatte. Es gibt zwar eine Tankstelle in Bula, die aber relativ weit weg ist. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn wir auch noch in Radeberg selbst eine Tankstelle bauen. Von daher planen wir das mal mit ein. Minol-Tankstelle hier. Können wir hier am Stadion mitmachen, glaube ich. Ja, die kann dann mal gebaut werden. Aber der Straßenanschluss, der wird gebraucht. Okay, so. Und da haben wir auch Strom. Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Verdammt, Moment. Ja, haben wir. Okay. Denn die Polizeiautos brauchen natürlich auch Treibstoff. Und ja gut. Könnten das in die Treibstoffversorgung mit aufnehmen, spricht ja nichts dagegen. Wir haben noch vier Aufgaben frei für das Fahrzeugtreibstoff. Dann soll jemand mit Treibstoff mit ausgeliefert werden. Geht halt erst, wenn da Strom ist. Ohne das geht halt kein Treibstoff auszuladen. Okay, dann ist das beauftragt. Wie sieht es hier mit unserem Lager aus? Das ist immer noch im Bau.
Mittlerweile ist der Beton aber da, Arbeiter sind da und es ist gleich fertig. Na gut, okay. Die Wasserlobuslinie haben wir. Okay, dann müssen wir uns langsam Gedanken machen, dass hier hinten die Straßen fertig werden, die in unser Eisenwerk gehen. Oder das ist die gute Hoffnungshütte. Weil wir brauchen hier hinten die Straßenbahn, die hier wenden können muss. Von daher müssen die Straßen mit Priorität hier gebaut werden. Zumindest mal, bevor die eigentlichen Eisenwerke fertig sind, müssen die Straßen fertig werden. Deshalb verteile ich hier mal die Aufgaben. Hier vorne sind sie schon beauftragt, teilweise. Sind ja auch schon halb fertig. Von daher, das sieht erstmal ganz gut aus. Was wir auch schon machen können, ist die Eisenbahnanbindung in die Gute Hoffnungshütte. Die hatte ich hier mal geplant, aber mit Absicht dann hier die letzten Meter entfernt, damit die nicht gebaut werden, weil sie damals nicht notwendig waren. Und das ziehen wir einfach mal jetzt nach. Dann können die nämlich irgendwann gebaut werden, aber dann müssen wir die Signale entfernen. Und dann sollte das hier reingehen, genau. Einmal so. Und ein... Ups. Einmal so. Gut, baut das. Und dann setzen wir die Signale neu. Ja, ich glaube, ich werde den Teil automatisch bauen. Das sind nicht die endgültigen Signale, das sind jetzt nur Signale für die Bauphase, dass die Bauzüge ihren Weg finden. Aber hier, diese Signale sind endgültig. Aber mit diesen Signalen findet der Bauzug nicht herein. Nee, das geht nicht. So würde er reinfinden. Weil jetzt kann der Bauzug von hier hinten kommen, kann hier durchfahren und zurückfahren. Und die Anschlussstellen bis zum Signal, die baue ich jetzt automatisch. Ach, wird das wieder aktiviert? Ja, Tatsache. Die beiden Stücke und die beiden Stücke. Genau, dann sind die Signale da. Und dann kann der Bauzug hier ohne Probleme rein. Gucken wir uns nochmal hier die Signale an. Kommt hier der Bauzug rein und wieder raus? Ja, ohne Probleme. Kann er hier zurückfahren und dann fährt er hier wieder raus. Genau, und dann können wir hier die Signale so machen. Gut. Dann, die hatte ich gesehen, die Bauarbeiten für die Autobahnanbindung. Ach, die sind noch ein. Ach, sind noch gar nicht fertig. Okay. Ich dachte, die wären fertig. Dann müssen wir hier nichts machen. Diese eine Feldwegverbindung, die würde ich aber gerne wegnehmen. Da wir hier nichts gebaut haben, ist das eh unproblematisch. Aber das war mal ein Tipp aus den Kommentaren. Wenn man hier diese kurzen Abschnitte wegmachen möchte, kann man die nicht einfach löschen. Also bulldozen, weil dann immer auch die Straße entfernt wird. Stattdessen kann man aber diesen Feldweg einen Auftrag vergeben zu modernisieren auf einer Asphaltstraße. Dann wird es eine Baustelle. Und wählt man die Baustelle aus. Und die Baustelle kann man hier sagen zerstören. Und dann ist der Feldweg weg. Ohne dass man die Straßen abreißen musste. Gut, dann ist meine Liste, glaube ich, fertig. Nee, die hat noch einen Eintrag, aber da kommen wir gleich zu. Hier, das Lager ist jetzt allerdings tatsächlich fertig. Endlich. So, und das war jetzt das letzte Lager. Bis auf die Ölleitung hier, die sind noch im Bau. Oh, die sind nicht mal angefangen. Oh. Aber Ressourcen sind schon da. Okay, nee, dann läuft's.
Aber jetzt war das das letzte Teilstück für unsere Robotron-Elektronikfabriken. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen was noch einstellen und dann gucken wir uns auch mal die Fabriken an, welche wir in Betrieb nehmen wollen. So, das Kunststofflager, da brauchen wir nicht alles. Da machen wir gleich mal eine Mengenbegrenzung rein. Wir brauchen Kunststoffe und Chemikalien. So, Mengen begrenzen. Chemikalien 50. Und Kunststoffe 50. Den Rest davon brauchen wir gar nicht. Der Zugverteiler. Hat er das Kunststofflager schon drin? Nein, sehr gut. Sonst hätte er jetzt angefangen, irgendwas loszuliefern. Mache ich mal die Pause rein. Kunststofflager hinzugefügt. Und wir wollen da erstmal entladen. Chemikalien. Genau. Wir liefern Chemikalien an und Öl irgendwann mal. Und Kunststoffe werden ja produziert. Genau. Prozentwerte, wie die gefüllt werden sollen, habe ich erstmal überall, glaube ich, mit Absicht erstmal nichts gemacht. Außer bei diesem einen. Aber ich glaube, jetzt an den Prozentwerten, es wird jetzt schon was zu feilen, ohne dass die Produktion wirklich begonnen hat. Das bringt nicht viel, glaube ich. Wir müssen erstmal gucken, wie sich das alles einpendelt. So, jetzt haben wir den Einkauf von Ressourcen haben wir eigentlich jetzt schon gemacht. Das lief ja auch seit letzter Folge durch. Kam denn bei den anderen Lagern schon was an? Hier ist zum Beispiel Chemikalien angekommen. Hier sind Kunststoffe angekommen. Ach, jetzt haben wir Kunststoffe eingekauft. Nee, das wollte ich nicht. Ich konnte deine Kunststoffe einkaufen. Ach, weil wir im Zollhaus das ihm nicht verboten haben. Ja, natürlich. Ja, was darf er denn einkaufen? Das sollten wir dann mal machen, weil sonst, wir wollen ja Kunststoffe produzieren und nicht einkaufen. Also, wir kaufen nur Chemikalien ein, wir kaufen mechanische Komponenten ein, Öl machen wir selbst, Kunststoffe machen wir selbst, Elektronik wollen wir herstellen, Elektrokomponenten stellen wir auch selbst her, Stahl stellen wir selbst her und das war's eigentlich. Nur das wird tatsächlich an der Grenze gekauft, oder? Kunststofflager brauchen wir Chemikalien, das kaufen wir ein, auf jeden Fall. Öl hier nicht. Stahl kaufen wir nicht ein. Hier kaufen wir Chemikalien ein, Stahl kaufen wir nicht ein. Kunststoffe entladen. Ja, das war das Problem. Ich hatte dem Zugverteiler gesagt, dass er die Kunststoffe entladen soll. Aber wenn, dann machen das ja die LKWs. Die sollen dann die Kunststoffe von hier nach da schicken, vermutlich. Von daher hacken wir hier mal Kunststoffe ab. So, wer braucht denn dann eigentlich chemische, mechanische Komponenten? Brauchen die das? Ja. Die Elektronikhallen. Die brauchen nur Stahl. Und die brauchen gar nichts. Wo liegen hier die mechanischen Komponenten? Gar nicht, die hatte ich vergessen. Ach, meine Güte. Ich habe mehr vergessen. Okay, dann brauchen wir nicht 25... für 4, sondern 20% für 5 Teile. Das sind 20, das sind 20, das sind 20, das sind 20. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann müssen wir das auch hier beliefern, dass wir das im Elektroniklager abladen wollen. Ah, da haben wir gar nichts eingehackt bisher. Oh, ah, okay. So, hier wollen wir... Moment, wie komme ich denn hier auf Chemikalien?
Das war der Fehler. Ich hätte statt mechanische Komponenten Chemikalien aktiv. Okay. Dann nochmal Kommando zurück. A0. Und dann der Rest 25. Okay, und extern ist hier nur Elektrokomponenten. Nein, die schleimen wir her. Extern ist hier nur mechanische Komponenten. Okay. Elektroniklager, mechanische Komponenten. Gut, gucken wir uns nochmal das andere an. Elektrische Komponenten, wollen wir Chemikalien und Stahl haben? Stimmt das? Chemikalien und Stahl. Genau, Kunststoffe kommt ja von intern, das stimmt. Und dann schauen wir uns das Kunststofflager sicherheitshalber nochmal an. Wir wollen haben Chemikalien und sonst nichts. Das stimmt. Ja. Gut. Dann ist die Pause raus und theoretisch müsste er jetzt mechanische Komponenten kaufen. Er kauft eine ganze Menge. Chemikalien will er dann am Kunststofflager abladen, das ist gut. Und mechanische Komponenten am Elektroniklager. Ja. Das passt. Gut. Und an den Ölleitungen wird gebaut, oder? Na gut, Arbeiter sind halt nicht da. Ah, die Arbeiter. Ja, das ist. Nee, das ist Bula. Nee, das ist okay. Wie sieht denn das eigentlich hier an dieser Haltestelle mit den Arbeitern aus? Sind nicht so viele. Ist gerade ein Bus weggefahren? Eigentlich nicht. Wie geht's den Leuten hier eigentlich? Haben wir hier eigentlich eine Polizei? Ja, haben wir. Und hier ist gut. Ja, das ist natürlich das Dorfleben hier, ne? Also, auf dem Dorf nichts los, das kennt man. Jeder kennt jeden, jeder kontrolliert jeden. Da braucht man auch keine Geheimpolizei. Die fehlt hier nämlich auf jeden Fall komplett. Und der Dorfpolizist fährt in zwei Autos, fährt dann durch die Straße und ist gelangweilt. Das, so kennen wir das. Während im benachbarten Stadion hier, Stadion an der, wie wollen wir es eigentlich benennen? Erster FC Robotron Radeberg oder so, kann man mal nennen. Erster FC Robotron Radeberg. Während also in Bula tote Hose ist und nichts los ist, wird hier im Keller fröhlich, werden hier wahrscheinlich Fight Club Spiele veranstaltet oder sowas. Ja. Gut, im Übrigen, das ist das Stadion. Also ich finde es hier mal optisch total hübsch, muss ich mal sagen. Es gibt ja so diese Plakate davor mit entsprechend sportlichen Motiven. Die finde ich wirklich gut. Die Rennbahn hier drumherum, das Fußballfeld. Es wäre halt nur toll, wenn tatsächlich hier mal was bewegt stattfinden würde. Ne? Also tatsächlich ein bisschen ein paar Leute zu sehen sind, vielleicht ein paar Läufer, irgendwann mal ein Spiel auf dem Feld, Zuschauer, das wäre natürlich toll. So rum sieht es natürlich auch gut aus. Mit den vier Plakaten da. Ja. Und im Übrigen, was ich auch gesehen habe, hier, diese Bahn hier. Ich habe keine Ahnung, was das genau darstellen soll. Ist das eine Hochsprungbahn oder Weitsprung? Diese Stange hier, ist da eher was mit Hochsprung? Aber dann hat man dann hier hinten ist dann Weitsprung oder so. Ist aber ein bisschen kurz vielleicht. Keine Ahnung. Ja, und hier hinten hatte ich gesehen, gibt es dann die Kinderspiel-Oase. Ja, nett. Und davor die Kioske natürlich, Radeberg-Kiosk. Und hier hinten dann irgendwann die Tanzhalle für die Abende dann, für die Frauen. Ne? Gut, springen wir mal ganz kurz nochmal zurück nach Spremberg. Da hatte ich nämlich noch was, wir hatten ja noch erstens noch beauftragt die Wasserversorgung für das Gericht, das ist jetzt passiert.
Oh, und das Gericht ist leer, hat keine Fälle. Ist das Gericht in Eisenhüttenstadt fertig geworden? Kann das sein? Tatsache. Ah, genau. Das war mir nämlich aufgefallen. Ich hatte mal einen Testlauf gemacht zwischen den Folgen und hatte mal das Gericht manuell fertiggestellt und gesehen, was für einen erheblichen Einfluss dieses Gericht hat auf die Arbeitsbelastung. Also das Gericht in Spremberg, gehen wir nochmal kurz zurück. Das hat 40 Mitarbeiter. So sieht es im Übrigen aus. Und im Übrigen, als ich es gebaut hatte, hatte ich mich ja gewundert, dass es keinen Straßenanschluss hat. Und mich gefragt, ob das trotzdem funktioniert, aber es funktioniert offensichtlich. Und eigentlich hatte ich gedacht, dass die Polizei die Verbrecher ins Gericht transportiert, aber ich habe noch nie ein Polizeiauto hier reinfahren sehen, von daher habe ich mich da wohl geirrt. Und hier arbeiten jetzt 40 Leute. Im Vergleich zu dem einzigen Gericht, was es bis dahin gab, hier in Neustadt, haben 25 Leute gearbeitet. Und die 40 Leute in Spremberg, die haben schon immer noch ordentlich zu tun gehabt. Am Anfang der Folge war hier wirklich die Liste auch durchaus voll. Und wenn man sich mal überlegt, wir hatten bisher in Neustadt 25 Leute im Gericht beschäftigt, hier 40 Leute. Und mit dem Gericht in Eisenhüttenstadt haben wir jetzt nochmal 80 Leute dazu bekommen. Das heißt, wir haben 145 Leute jetzt im Gericht beschäftigt, insgesamt. Weil, wo es vorher nur 25 waren, dass das eine erhebliche Auswirkung hat auf die Verbrechensbekämpfung. Und kaum sind die Gerichte da, sind die Listen halt super schnell alle abgearbeitet. Das ist wirklich, wirklich gut. Und ich hoffe, dass sich die Situation in Spremberg jetzt auch ein bisschen beruhigt. Ich weiß nicht, ob die Listen in der Polizei auch irgendwie jemals kürzer werden. Ich weiß, keine Ahnung. Die sind immer noch super lang. Vermutlich auch noch, weil es so viele Verbrecher vielleicht in Spremberg einfach gibt. Können wir mal gucken. Wo war das? Lebenspräferenzen der Bürger, genau. Das ist eine schöne Betitelung dieser Statistik. Leichte Straftaten im letzten Jahr. Ja gut, das war halt das letzte Jahr, weil da war ja noch keine Polizei. Das ist natürlich hier Unmengen von Straftaten. Hier im Konsum 28. Was ist das? Nee, das ist der Konsum. Das ist das im Hallenbad 28 leichte Straftaten. Mittlere 14. Und noch schwere auch noch 16. Ja, das ist natürlich erheblich. Und vermutlich muss ich es einfach ein bisschen jetzt abkühlen. Die Fälle werden ja jetzt alle hier abgearbeitet. Die Verbrecher landen im Gefängnis. Und das führt mich zu dem nächsten Thema. Das Gefängnis. Die füllen sich nämlich. Wir haben zwei Gefängnisse aktuell. Einmal hier eins in Neustadt, ein kleines. 38 von 90 Plätzen sind belegt. Und wir haben eins in Eisenhüttenstadt. Das ist das große, das ist das Vanilla-Gebäude. Hat 210 Plätze, zu 157 sind da jetzt schon belegt. Und ich glaube, das sollten wir frühzeitig nochmal was dagegen tun, dass es nicht zu voll wird. Erstmal werde ich hier die Wärter in dem Gefängnis auf die maximale Anzahl setzen. Einfach um sicher zu gehen, dass hier niemand zu viele Leute entfliehen. Gerne auch mal hier die Regierungsloyalität mal auf 60 setzen, oder? Und ich werde in Radeberg noch ein neues Gefängnis auch noch bauen. Das ist ja noch nicht direkt notwendig, aber wie wir gesehen haben, ist es vielleicht nur in Zukunft notwendig. Und ich habe noch nicht entschieden, wo ich es hinhaben möchte. Also hier ist unser Vergnügungsviertel, da ist das vielleicht nicht so günstig. Zumal jetzt hier eine ganze Menge Stromleitungen sitzen, die müssten wir alle wegmachen. Man könnte es hierhin machen. Hier wird ja auch in Zukunft die Straßenbahnhaltestelle angefahren werden. Da hätten wir auch die Arbeiter. Allerdings 70 Arbeiter im großen Gefängnis ist halt auch schon eine Menge.
Und wir brauchen 800 Arbeiter, die wir dann im Robotronenwerk dann haben werden. Von daher. Vielleicht hier mit hin. Aber da kriegen wir es nicht mehr hin. Oder wir machen hier halt ein Polizeiviertel draus und machen hier auch noch ein Gefängnis hin. Oh, und ich sehe gerade, die Polizisten in Radeberg haben ihre Arbeit aufgenommen. Das ist ja super. Oh, da ist aber die Buslinie erfolgreich. Das sind ja viele Arbeiter, aber noch keine Stromversorgung. Ja, tut mir leid. Mir fällt auch ein, die werden müssen unbedingt dafür sorgen, dass die geheizt werden. Das muss auch fertig werden unbedingt. Der Wärmetauscher steht hier. Ja, die Straße hier, die hatten wir schon auf hohe Prio gesetzt. Haben wir da alle Aufträge raus? Ja, da schon. Für die ganzen Baubüros. Ansonsten, wir könnten da einen Feldweg vielleicht hinmachen. Das ist super wichtig, dass der Wärmetauscher fertig wird. Das ist der Wärmetauscher. Ah, hier kriegen wir es nicht mehr vorbei, oder? Nee. Hier geht was durch. So. Was ist das? Das ist eine Abwasserleitung. Ja, der Wärmetauscher kann nur mit einer Straßenanbindung gebaut werden, weil es eine Straßenanbindung gibt. Das macht das ein bisschen komplizierter. Mach mal den Nearsnap aus. Was ist denn das hier? Ah, das ist das Gericht. Das wird eh nicht fertig bis dahin. Erinnert mich bitte, dass ich ein Gericht gelöscht habe und dass ein Gericht hier wieder hin muss. Falls ich es vergessen sollte. Und dann können wir hier erstmal diese Straße mit Priorität bauen. Damit der Wärmetauscher fertig wird. So, die Baubüros alle drauf. Leider kann der Hubschrauber den Wärmetauscher nicht mithelfen. Aber der Straße kann er mithelfen. Hier haben wir auch noch eine kleine Straße. Die brauchen wir auch unbedingt mit hoher Prio. Und das kriegt auch hohe Prio. Okay. Ja, die hat das. Ach, die Verbrechensliste in Radeberg. Das ist. Ja, ja, und jetzt haben die Polizeiautos keinen Treibstoff mehr. Schade. Weil die Stromversorgung noch nicht da ist. So, die Straße ist aber mindestens fertig. Dann machen wir hier bei dem Umspannwerk auch mal die ganzen Baubüros drauf. Damit wir auf jeden Fall, dass das mal gebaut wird. Auch auf die Stromleitungen. Okay. Gut. Dann sind wir mit der Folge wieder durch. Diesmal verabschiede ich mich nicht mit einer Einschätzung darüber, was in der nächsten Folge kommt. Wir werden es einfach sehen, was ich noch so finde in der Pause. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag. Oder wann auch immer ihr zuschaut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.